Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Matthias Klocker, schönen Dienstag. Der Nachtumzug in Frastanz am Abend sorgte für viel Arbeit für die Polizei und Rettung, hauptsächlich wegen zu starkem Alkoholkonsum. Ein Mann ist so unglücklich gestürzt, dass er mit Verletzungen am Hinterkopf ins LKH Feldkirch gebracht werden musste. Die Polizei wurde zudem zu mehreren Schlägereien gerufen, die dann aber schnell geschlichtet werden konnten. Ein junger Mann soll am Freitag versucht haben, ein 17-jähriges Mädchen in Bregenz zu vergewaltigen. Das schreibt die Polizei jetzt. Der zwischen 17 und 20 Jahre alte Mann stamme aus der Drogenszene. Passiert ist das Ganze in der Fußgängerzone an der Kreuzung Rheinstraße in Richtung Achsiedlung. Die Polizei bittet um Hinweise. Im Terrorprozess um einen 25-jährigen Tschetschenen gibt es ein Urteil. Gerichtssprecher Norbert Stütler im Antenne Vorarlberg Interview. Der Angeklagte wurde zu einer Zusatzstrafe von 2,5 Jahren verurteilt. Zusatzstrafe deshalb, weil er im September 2015 bereits wegen eines Suchtmitteldeliktes zu 18 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Weshalb also insgesamt die Strafe für diese beiden Delikte 4 Jahre beträgt. 2013 soll der damals in Vorarlberg lebende Mann nach Syrien gereist sein, um sich dort der Terrorgruppe Islamischer Staat anzuschließen. Dort habe er auch an einer Terrorausbildung teilgenommen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Appell der Polizei heute an alle Faschingsfans. Falls Sie etwas getrunken haben, fahren Sie nicht mit dem Auto. Es gibt heute wieder Schwerpunktkontrollen. Zudem bittet die Polizei, sich nicht mit Kostümen zu verkleiden, die Panik auslösen könnten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.